Jo Leute, was geht? Challenge 35 ist wieder am Start und ja, heute mit einem brandneuen Spiel. Das Spiel nennt sich Forza Horizon 2. Ich wollte einfach mal eine Runde fahren, euch zeigen, wie das Video ist. Zurzeit mache ich dann nur noch Videos von denen, bis mein WLAN wieder funktioniert, also auf der PS3. WLAN funktioniert normal, aber nur auf der PS3 nicht und ja, dann mal gucken, was wir eben haben. Machen wir einfach das Rennen starten. Mit dem Supra. Ein bisschen leiser und los geht's. Dann fahren wir mal. Und ja, mit Typen. Mit Typen, einfach nur Typen. So, jetzt versuchen einfach niemanden zu rammen. Ich glaube, das gibt Strafpunkte jetzt. Verdammt. Auf jeden Fall hat der Wagen so eine schlechte Bremse. Also Bremsen hat. Tut mir leid, der Wagen ist so schlecht im Bremsen, meine ich. Ein bisschen Windschatten. Ah, Windschatten. Gib mir mehr. Komm. Oh, Mann. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwer, da ich das Spiel erst heute bekommen habe. Und ja, einfach mal direkt, komm, fangen wir mal Ego. Perspektive, mal gucken, ob das besser ist. Und ja, könnte eventuell besser sein. Desto besser man fährt, desto besser ist man auch. Und ich hole mir demnächst auch ein Lenkrad, damit ich nur ein bisschen einfacher habe zu fahren. Aber dafür muss ich jetzt so fahren. Oh nein, da war ein Baum im Weg. Ernsthaft? Oh mein Gott. Seht ihr unten die Delle? Ach du Scheiße. Auto ist ein bisschen vorne kaputt, aber naja. Immerhin nur ein bisschen und ich muss das Rennen schaffen. 53%, ich muss als Erster ins Ziel. Sonst habe ich dieses Rennen nicht geschafft. Und das wäre nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ja. Deswegen würde ich auch ein bisschen chaotischer fahren. Das heißt chaotischer. Ein bisschen mies. Einfach mal alle wegrammen und ja, ich rede von Rammen, die rammen mich alle. Das ist doch echt unlogisch. Obwohl es alles Computerspiel ist und der heißt einfach mal Schwarz. Oh Gott, welche Mutter gibt dem Sohn den Namen Schwarz? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das Spiel ist richtig lustig. Da ist ein bisschen verrückt ist und was mir total gefällt, man kann die Auto total stylen, wie man will, nur ich habe das noch nicht ganz frei, aber ich guck mal nachher, ob ich das schon machen kann. Wenn ja, ist gut, wenn nicht, ist auch gut, dann spiele ich es mir halt. Naja, jetzt bin ich Erster, gut, und Erster, naja, immerhin. Auf jeden Fall, das Spiel hat eine verdammt geile Grafik, sag ich jetzt mal. Die Grafik ist verdammt gut gemacht. Oh, Bargeld und Belohnung. Cool, 6.989. Alter. EP-Belohnungen. Gesamt 6.450. Cool. Jetzt habe ich schon 12.000. Und, oh, ich dachte schon nächster Rang, dann hätte ich schon wieder 10.000 bekommen. Champion. Okay. Obwohl das erstmal mein zweites Rennen war, aber okay. Ja. Ich muss gucken, wann ich mir. Entweder hole ich mir eine Elgato oder eine PS4. Muss noch gucken. Tut mir leid, wenn im Hintergrund meine Konsole so laut ist. Die. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Ich glaube, die lässt gerade die CD. Auf jeden Fall ist die jetzt ein bisschen laut. Und. Ja, was gibt's jetzt? Ich dachte gerade so ein Video wieder. Oh, ein Random-Spieler da vorne. Da war ein Random-Spieler. Warte mal. Hier ist da was, da unten ist was, da unten war was. Kann man sich hier Autos kaufen oder so? Wenn ja, dann hole ich mal. Ach so.
Okay, nice. Stunt betreten. Da mach ich den Stunt einfach nochmal. Schwierigkeit leicht. Werden Sie erwischt, wenn Sie 161 km/h im Gallardo LP 570 fahren. Natürlich. Für den Lamborghini sage ich ja nicht nein. Das mache ich. Man sieht ja im Hintergrund jetzt die Grafik, wie die ist. Und so ist die Grafik echt im Spiel im Dunkeln. So, das ist kein Witz. So ist die Grafik in echt. Das ist einfach der Hammer. Richtig nice. Ich habe mich auf jeden Fall so gefreut, wo ich dieses Spiel bekommen habe. Steht da gerade ein G oder ein C? Zalado. Ich hoffe mal, ich kriege den danach frei, wenn ich es schaffe. Das wäre richtig lustig. So Tempozone. Alter, der geht ja richtig ab. Reiserabatt. Cool. Ich denke mal, ich darf das Auto nicht kaputt machen. Da es ja ein Stuntcar ist. Cool. Das Auto ist echt nice. Und wie sieht es von innen aus? Luxus pur. Geil. Oh, das wird jetzt bestimmt nice. Ernsthaft, hat gerade abgebremst. Das Auto allein hat abgebremst. Ich muss nochmal diese Bremshilfe ausmachen, weil da ich das noch nicht eingestellt habe. Ich wollte einfach mal dem jetzt gleich mal das erste Rennen aufnehmen. Naja. Und ich habe nur ein Problem. Online kann ich jetzt nicht spielen. Auch nicht auf meiner anderen Konsole. Da mein Internet irgendwie nicht auf den Konsolen funktioniert mehr. Oder entweder das PlayStation Behinderten macht irgendwas. Ich weiß es nicht. Und jetzt nach rechts abbiegen und... Wie schnell soll ich fahren? 161, oder? 161. 161. Und? Komm, nicht langsamer, nicht langsam, nicht langsam, nicht langsamer werden. Ja, erwischt. Ich hab's geschafft. Obwohl ich das Ding eigentlich umgefahren hab gerade, aber okay. Und, ja, da war... Lol. Da war gerade ein Auto. Wo ist das hin? EP-Belohnung. Plus 2000. 2950 XP. Okay, und. 1400 noch. Bis zur nächsten Stufe. Okay, da ich das Spiel erst heute bekommen habe, bin ich schon sehr weit. Okay, was heißt jetzt weit? Das ist gerade noch die zweite oder die dritte Mission. Aber na gut. Ja, was gibt's denn eigentlich noch zu sagen? Keine Ahnung. Schöner Supra. Muss noch gucken. Ja, was hat er vergessen? Er hat mir gerade gesprochen, okay, es gibt noch mehrere. Was laber ich denn da? Das war jetzt gerade echt unnötig. Richtig unnötig. Nein, Spaß, das war unnötig. Ja. Und was will ich sagen? Ich habe selbst keine Ahnung, was ich sagen will. Der Wagen ist weiß. Warum sage ich das gerade? Diese Logik hier. Ich will mir ein neues Auto kaufen, aber ich weiß nicht wie. Also. Oh. Freunde, Rivalen. Autos. Ah. Ha. Autos kaufen. Ich hab's gefunden. Ach du Scheiße, so ein kleines scheiß Auto. 30.000? Ernsthaft? Warum so viel für das Ding? Warum so viel? Ja, für den 15? Natürlich. Deutsche Auto. Macht an die Deutschen. Nein, Spaß. Das Girokos. Nein, nehme ich nicht. Der hier erinnert mich total an GTA. Der hier... Oh, geil. Den will ich haben. Den hier. Okay. Wenn ich dieses Auto genau sehe, dann will ich einfach nur sagen... GTA 5! Und ja. Oh! Ein Rabbit. Den hole ich mir gleich, aber erstmal gucken, was es noch gibt. Und 38, 59. 29. Wow! 270.000. Läuft bei dir. Oder ein MK2. Ich würde sagen, ich baue mir einfach mal ein Auto für Driften. Da würde ich sagen, anfangs hast du einen von den beiden.
Und ich guck einfach mal weiter, was es noch gibt. Ah, ein Corolla, das ist eigentlich das beste Drift-Auto, weil das einfachste Auto ist. Jo, ich gucke schon mal. Da hol ich mir den. Ich habe mir gerade echt einen Corolla gekauft. Cool. Ein Sagaris ist das hier. Der linke und der rechte ist ein Ford GT. Okay. Auto kaufen, Farbauswahl. Mit dem haben wir noch matt. Oh nein. Normale Farben. Ja doch, schwarz. Ja, ich kaufe mir einen Toyota Trueno. Was ist ein Name? Trueno. Lol. Ich weiß zwar nicht, warum gerade alles verschwommen ist und jetzt. Erfolg freigeschaltet, cool. Cool. Zurück zum Pausenmenü. Ein schöner Audi R8. Ja, was soll ich eigentlich noch sagen? Ihr seht doch beim nächsten Video. Ihr bitte tut mir einen Gefallen. Schreibt mal bitte in den Kommentaren, ob ihr noch mehr von diesen Videos haben wollt oder nicht. Und lol, ja, ich habe gerade einen Corolla. Ich fahre gerade mit dem Corolla und es ist ein Corolla. Nice, das Ding ist so scheiße. Das Ding ist ja echt scheiße. Ich wundere mich gerade, warum ich die gekauft habe, aber ich mache das jetzt mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. So. Einstellungen, Auto kaufen. Sozial. Fortschritt. Erfolge, Statistik. So, Weltkarte. Nochmal ganz schnell gucken. Festival Leistung und Lackierung verbessern die Leistung. Neue Autos kaufen, dann gehe ich mal hier hin. La, Schnellreise. Ja, Schnellreise, gut. Ja, ich will hinreisen. Oh, viele. Auf jeden Fall gibt es da noch viele Rennen. Du fährst mit super Sportwagen. So richtige Hypersportwagen im Dreck. Einfach mal mitten im Schlamm. Online-Fuzzi. Online-Fuzzi. Komm wieder her mit deinem BMW. Nein, Spaß. Ja, okay, warte mal. Dann, ja, mit beitreten. Lackiererei meiner Autos. Ah, jetzt labert die wieder da unten. So, Upgrades. Auto-Upgrade individuelle. Boah, die Grafik ist so nice von den Hintergrundbildern. Das ist kaum zu glauben. Naja, im Spiel ist es nicht ungefähr so. Okay. Erstmal ein Heckspoiler. Ne, Frontsplitter. Ist gut jetzt. Laber nicht so viel. Beruhig dich wieder, komm runter. Dann nehmen wir mal das hier. Oder? Bremsen. Geschwindigkeit, das hier. Kaufen. So habe ich mir das geholt. Heckspoiler. Sieht alle so scheiße aus. Nicht das. So. Nice. Dann muss ich nachher noch ein bisschen Tuning machen. Sieht auch nice aus. So, Motorhaube. Wow. Es geht bin zu weit. Naja, ich mach dann hier einfach mal in dem Video, wo ich sage ich einfach mal. Haut rein, bleibt auf meinem Kanal aktiv. Und ja, jetzt kommt das Wichtigste. Sobald ich 100 Abonnenten habe, verlose ich 20 Euro PSN-Karte. Eine 20 Euro PSN-Karte. Falls ihr dabei sein wollt, müsst ihr abonnieren, liken und kommentieren. Ich überlege mir bis dahin noch, was ich mache. Und ja, Leute, haut rein.